Good morning, YouTube! Wir schwingen heute unser Schwert gemeinsam durch Dragon Age Inquisition. Ich bin der Kanalmaulwurf. Aber wie schon eins gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Lasst uns doch einfach beginnen. So, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ab durch die Tür. Offiziersquartiere. Da müssen wir noch Lyrium sammeln und noch einen Templer-Veteran finden. Wir haben schon zwei. Hat auch nichts Großartiges geändert. Ich habe nur ein paar Sachen weggeschmissen, die doppelt und dreifach waren und auch nicht unbedingt geholfen haben. Die waren nämlich bedeutend schwächer als die Sachen, die wir jetzt schon haben. Also gehen wir mal weiter. Jo, weiter geht's. Ah. Erstmal kurz plündern. Hey! Freunde! Ah, da ist er doch. Anlaufen. Der ist tot. Kann man da irgendwas machen? Da kann man nur durchkommen, ne? Bombele! Schön. Hm. Ist da hinten noch was? Ja. Ja, ich nehme mal an, jetzt kann man hier das Lyrium finden und dann kann man ja nochmal da hinkommen. Und dann öffnet mal. Hey. Zwischensequenz. Das sieht ganz schön übel aus hier. Der Älteste will ihren Tod. Kaiserin Selene. Er hasst sie, verfolgt sie, will ihren Tod. Aber warum verrät er nicht? Und er verbirgt noch mehr. Nachrichten und Briefe aus Ternville. Aha. Diese Nachricht ist an viele Stellen sehr knittert, so als wäre sie mehrmals gefaltet und dann in eine Tasche gestopft worden. Seid vorsichtig. Jeder Templer wird auf das, was ihr seid, achten. Ein Lordsucher lässt sich nicht ohne seine zeremonielle Rüstung sehen. Ich habe eine Nachbildung anfertigen lassen, die euren Zwecken in Tenfields dienen soll. Vergesst nicht, in der neuen Welt, die unsere Meisterschaft, gibt es keinen Platz für Sucher. Das Leben von Kyrie endet mit euch. Okay. Sollte ich hier nicht noch irgendwo Lyrium finden? Ja. Hallo? Hä? Wir haben nicht ewig Zeit. Oder ist das aber im Keller? Ah, da gibt's doch eine Tür. Rotes. Das muss das rote Lyrium sein, das der Lordsucher den Templern gab. Dasselbe Lyrium wie...
Ich höre Kampfgeräusche. Wir sollten in die große Halle zurückkehren. Ja, hier muss ja immer noch was Besseres geben. Okay. Das gucken wir nochmal nach. Lyrium Ladungsverzeichnis. 3 Kill. Ja, gut. Eisere, geht das nur mir so oder klingt das rote Lyrium wirklich anders als der Rest? Ich habe den neuen Jungen dabei erwischt, wie er eben gelauscht hat, nachdem er die Kisten gestapelt hatte. Ich habe ihn bei den Ohren rausgeschleift. Aber der Hauptmann sagt, wir sollen ihn ab sofort auf rotes Lyrium setzen. Wenn ihr mich fragt, ist er viel zu nachsichtig. Okay. Hier, das unverdorbene Lyrium, von dem uns Barris erzählt hat. Okay. Dann sind wir kurz zurück. Na, warte mal, da fliegt noch was. Ah. Da müssen wir gleich den letzten nochmal suchen, aber wir müssen erstmal kurz. Mal ein bisschen stabilisieren da hinten. Ja, und das ist das letzte Mal. Öffnen! Hey, Freunde! Aufheben können? Oh, wohl nicht. Ja, Leitern. Mal gucken, wie es ihm geht. Wir haben es fast geschafft. Mit unseren letzten Veteranen und diesem Lyrium haben wir eine Chance. Okay. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich komme wieder. Wir kommen wieder. Keine Ursache. Da. Weiter geht's. So, jetzt mal müssen wir gerade ausrennen, genau. Oder auch nicht. Da hinten, ne? Glaube ich, kamen wir hoch. Ja, yep, genau. Erstmal schön plündern. Mein Erbauer, was ist mit Ihnen geschehen? Stoßt zu Barris. Er erklärt euch den Plan. Viel Glück. Danke. Erstmal ein bisschen plündern. Ah, Geld. Ah, das nehmen wir auch mit. Mann, in den Knochen steckte Geld. Geil. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Heiltrank. Das war jetzt unnötig.
Oh. Hä? Echt? Okay. Das mal dazu. Ui! Hä? Nick doch mal ran da. Ich suche ihren... Rotes Lyrium. Das nicht passiert. Dieser Tag ist eine einzige Schmach. Eieieiei. Hat der ein hochgesprochener Sprache, hochgegriffene Sprache. Ach, Mensch. Schau, warum das kein zweites Mal funktioniert. Oh. Sie sind in Position und warten auf eure Befehle. Ja, wie alle. Wo ist denn der? Da ist er. Also schön. Haltet sie uns vom Leib. Wir bringen diese Bestie zu Fall. Ach, da seid ja wieder ein paar. Strenge Gebete, bitte. Oma. Rote Templer, sie kommen durch die Barriere. Und? Ah. Hey, Jungs! Na, was geht so? Du siehst dich zurück. Das muss geknettet werden. Das muss kesseln. Hey. Die Dottmorini wäre nicht schlecht. Und ein kleiner extra dran. Alter, ich sehe gar nichts mehr, ey. Hey, also hat schon, okay. Oh, Alter, wie viele gibt's denn hier noch, ey? Barriss, er ist tot. Tötet diesen Dämon. Bringt es zu Ende. Hä? Wer ist tot? Erstmal plündern. Meint ihr, ist denn klein? Echt jetzt? Oh, das wäre schade. Gibt es denn noch irgendwas Aktionsmäßiges oder so? Ui! Okay, da können wir noch ein bisschen plündern. Baumwolle. Ich weiß gar nicht, wofür wir eigentlich rotes Lyrium brauchen. Das Zeug ist doch voll böse. Ich überlege gerade.
Ein Rini hau ich hier rein. Und ein bisschen Lyrium. So ein Rini. Und eine Eisen. So, hau hier auch mal ein bisschen. Und ein Rini. Ah, nee, dich wollte ich. Hey, wer du? Ein bisschen Rini. Und eine Eisen. Okay. Ah, Vorräte. Sehr schön. Nehmen. Hier parfümiert das Allerheiligste. Okay. Das ist eine dreckige Lache. In der Opferung. Wow, geil. Geht doch nichts über so ein richtiger Schrein der Opferung. Das braucht jeder. Ich habe so viel von euch berührt. Aber ihr seid selbstsüchtig in eurem Ruhm. Jetzt bin ich niemand. Nur ein ziemlich hässliches Ding. Dunkel und verzweifelt. Ihr bringt den Tod, um selbst zu leben. Ich war einmal wie ihr, aber ich bin es nicht mehr. Und ihr solltet es auch nicht sein. Okay, Leute, Angriff! Boah! Krass! Ah, da bist du. Ich glaube, ich hau die mal alle hier drauf. Ich glaube, das ist besser. Die greifen nämlich von sich aus an. Nein. Standardangriff. Ach, scheiße. Nix da, nix zurückziehen. Krieg mal ein, auf mich. Alter. Das Viech ist ja fett. Hallo, lauf mal. Alter, was ist denn das? Ach, da ist das. Er versteckt sich. Ruhe. Auf immer Wiedersehen. Danke. Wow. Alter Schwede. Der Älteste hat euch mir versprochen. Oh. Niemand mit. Komm. Ich kenne eure Gedanken, Adar. Jeden einzelnen. Na, aber mindestens. Oh! Das war tödlich. Also komm jetzt. Komm, 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 komm. So. Ah, schmeißen wir auch mal gleich ein Ring hier rein.
Ui. Das, du Stück Scheiße! Ach, naja gut, die ist nicht wichtig. Uiuiuiuiuiui. Mal gucken, was gibt's da? Gold. Gold ist mir immer willkommen. Müssen wir das ganze rote Lyrium-Scheiß hier rausschmeißen? Wenn man nur ob die Festung wieder benutzen kann. Dreckzeug. Naja, egal. Aha. Ui! Mach's nicht geil, oh. Herold? Templerritter Fletcher. Bevor er starb, erzählte Sir Barris, wie ihr den Dämon mit Andrastes heiligem Licht offenbart habt. Wir waren nicht wachsam genug. Unsere Offiziere ließen uns im Stich und der Rest des Ordens war blind. Falls die Inquisition uns braucht, stehen wir bereit. Ja. Vielleicht ein bisschen? Wir brauchen wahre Templer. Helft uns gegen die Bresche. Ihr wisst, was ihr zu tun müsst. Es gab Verderbtheit hier, aber ich habe auch Tapferkeit und Ehre in all jenen von euch gesehen, die standhaft blieben. Findet wieder zu alter Größe. Helft der Inquisition, die Bresche zu schließen, bevor sie uns alle verschlingt. Wir haben uns vor unserer Pflicht gedrückt, weil wir es nicht wagten, Fragen zu stellen. Das erkenne ich jetzt. Aber unser Orden hat keine Offiziere mehr. Wir müssen erst wieder aufbauen, was die Verräter zerstört haben. Dann fügt euch und dient uns. Tut das als unser Partner. Tempel überzeugen, sich aufzulösen und den Teil der Inquisition zu werden. Nö. Euer Orden ist ein Symbol, das die Leute respektieren. Er darf heute nicht sterben. Aha. Wir bieten euch eine Allianz an. Vorräte, Waffen, eine Zuflucht. Alles, was wir dafür verlangen, ist eure Hilfe beim Schließen der Bresche. Templer, verbünden wir uns mit der Inquisition? Diese Partnerschaft wird in ganz Thedas gefeiert werden. Ich hoffe, die Festung der Inquisition ist bereit. Aha. Wir nehmen jede Hilfe an. Wir erwarten Besuch. Wir sind gewarnt. Wir sind für jeden bereit, der mit uns in die Schlacht ziehen will. Aha. Schöne Sache. Kurz und bündig. Warum ich nochmal das mit den Magiern auch noch machen kann. Die grauen Wächter. Uiuiuiui, rada. Aha. Aber wäre ganz cool gewesen, wenn man irgendwie eine Möglichkeit gefunden hätte. Was ihr im Quartier des Hauptmanns gefunden habt, beweist, dass die Offiziere die Hälfte ihrer Ritter wissentlich mit rotem Lyrium verderbt haben. Auch bevor einige von ihnen erkannten, dass ein Dämon den Lordsucher ersetzt hatte. Was uns wiederum in die Lage versetzt, mehr von unserer Allianz zu fordern. Ihr hättet euch zuerst an uns wenden sollen. Nicht jetzt. Sie brauchen Lyrium. Trotzdem müssen wir uns auf sie vorbereiten. Ich kenne einige Leute, die mit Lyrium handeln. Normalem Lyrium.
Wenn ihr so freundlich wärt, einen Kontakt herzustellen, kümmere ich mich um das Finanzielle. Mit wie vielen Templern rechnet ihr? Einige Dutzend Veteranen kommen vor dem Rest, um uns beim Schließen der Bresche zu helfen. Wann werden diese Veteranen eintreffen? Sie sind fast da. Templer kommen nicht gerne zu spät. Beim Erbauer. Wartet! Ich kam mit euch, um zu helfen. Ich hätte es euch schon eher gesagt, aber ihr wart beschäftigt. Schon gut, ganz ruhig. Wartet, ihr seid... Warte, ihr seid mir gefolgt? Runter vom Tisch. Schon gut, Cole. Ihr habt uns nur erschreckt, weil ihr aus dem Nichts aufgetaucht seid. Nicht aus dem Nichts. Ich war hier. Ihr habt mich nur nicht gesehen. Wie die meisten Leute, bis ich es ihnen erlaube. Ruft die Wachen! Diese Kreatur ist nicht wofür ihr... Einen Moment bitte, Cassandra. Ich will wissen, warum er gekommen ist. Ihr helft den Leuten. Ihr habt sie gerettet, als sie gestorben wären. Das will ich auch tun. Ich kann helfen. Inwiefern? Wie und warum würdet ihr der Inquisition helfen? Das Loch im Himmel ist so laut, dass kein Geist denken kann. Es bringt allen Schmerz. Ich will, dass es aufhört. Wie selbstlos von euch. Ich will helfen. Ich kann praktisch unsichtbar sein. Ich kann Dinge töten, die Leute verletzen. Ich werde nicht im Weg sein. Er ist gefährlich. Tötet ihn. Er kann bleiben. Ich traue ihm. Ja, gut. Cole hat mir in Theron Falls Schanze das Leben gerettet. Ohne ihn hätte ich Neid nicht besiegen können. Aber was will er jetzt? Ich glaube, er versucht wirklich, uns zu helfen. Ich werde nicht im Weg stehen. Ich bin klein, mache keinen Ärger. Niemand bemerkt mich. Es sei denn, ihr wollt es. Ihr schlagt nicht ernsthaft vor, dass wir ihm gestatten, sich im Lager frei zu bewegen. Vielleicht nicht frei, aber es wäre eine Schande, ihn... Wartet. Wo ist der hin? Er ist hier irgendwo. Das macht er immer. Das klären wir später. Ein guter Trick. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Wir sollten herausfinden, ob er ihn weitergeben kann. Ich lasse den Jungen von meinen Leuten beobachten, aber wir sollten uns dadurch nicht von der Bresche ablenken lassen. Wir werden eure Hilfe brauchen, wenn die Templer-Veteranen eintreffen. Bereitet euch vor, solange noch Zeit ist. Aha. Wie gut, was wir einige Händler kennen, ne? Okay. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Corbin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Allerdings sind wir guten Mutes, dass wir auch sie überzeugen können. Der Apotheker wüsste gerne, wofür ihr so viele Todeswurzeln braucht. Für meine Arbeit. Ich werde es ihm ausrichten, Verzauberin. Ich bin keine Verzauberin, sondern eine Schülerin. Bitte sagt Adan einfach, dass ich diese Todeswurzeln brauche. Okay. Da haben wir nichts mehr, okay. Gut, dann fangen wir an mit dem Gerede. Als dann, ich empfehle mich. Guten Tag, Herold. Wer war das, Botschafterin? Eine Händlerin. Ich dachte, wir sollten den Zwergen die Hand reichen, um die Templer der Inquisition mit Lyrium zu versorgen. Laut Lady Corbin hat das den Zorn der Kirche erregt. Wie das? Durch das Lyrium gewinnen wir mehr Einfluss, als die Kirche erwartet hatte. Wir werden langsam lästig. Traurigerweise scheinen die verbliebenen obersten Klerikerinnen die Macht der Kirche festigen zu wollen, anstatt die Massen zu trösten. Das geht schon seit Jahren so. Die Kirche ist unfähig. Sie ist wichtiger denn je. Okay, machen wir das. Der Niedergang der Magierzirkel begann schon vor Jahren. Die Kirche steckte schon vor der Ermordung der Göttlichen in Schwierigkeiten. Dennoch hegen viele Leute noch immer große Liebe für sie. Wir werden nicht von ihrem Verfall profitieren.